Zum 17. Mal heißt es in Hagen, Hagen blüht auf. Der große Start hier auf dem Ebertplatz. Über das ganze Wochenende wird es eine ganze Menge zu erleben geben. Eine ganz blumenfreundliche Innenstadt. Und dafür sorgen vor allem die Schauspieler, die Quark haben. Ja, wir haben, wie gesagt, das 17. Mal Hagen blüht auf. Und auch in diesem Jahr bei unserer ersten Traditionsveranstaltung in der Innenstadt haben wir wieder tolle Sachen auf die Beine gestellt. Wir haben ein buntes Programm, ein schönes Frühlingsfest, viel Blumen, viel Programm hier auf der Bühne am Friedrich-Ebert-Platz, in den Straßen. Wir haben vier Autohäuser, die sich präsentieren und diverse andere Sachen für die ganze Familie. Es wird wieder auch ein buntes Musik- und Aktionsprogramm geben, hier nur auf dem Ebertplatz oder auch noch auf anderen Stellen? Nein, es wird an mehreren Stellen, es werden verschiedene Walk-Acts auf der Straße, ich sag mal nur Quamboni oder Arte. Und es gibt also viele Sachen, die in der Elberfelder Straße und auch auf den Straßen, Mittelstraße und so weiter passieren. Es heißt ja nicht nur Hagen blüht auf, weil es jetzt an diesem Wochenende bunt ist, denn Hagen blüht ja dank der Schausteller auch über das ganze, die ganze Saison jetzt hinweg auf. Ja, nicht nur der Schausteller, sondern auch die Hagenagentur und die City-Gemeinschaft ist da intensiv dran beteiligt. Und da sind wir auch froh drüber, dass es uns wieder gelungen ist. Die tollen Blumenampeln, es sind roundabout 50 Stück in der ganzen Fußgängerzone zu verteilen. Es gab viel Theater. Also es geht um den verkaufsoffenen Sonntag und es ist natürlich sehr schade, weil der Sonntag ist mittlerweile ein Baustein von Hagen blüht auf, der für uns sehr wichtig ist und natürlich für den Einzelhandel und auch die Stadt an sich, um von auswärts Leute in die Stadt zu holen, um zu zeigen, hier in Hagen ist was los, hier ist Bewegung. Es betrifft nicht nur uns, das muss ich hier an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Es betrifft die Medien zum Teil, weil die Anzeigen natürlich für die Veranstaltung fehlen. Taxigewerbe, Gastronomie, Einzelhandel hatte ich gerade schon erwähnt und Schausteller und viele andere Bereiche auch noch. Und es ist unverständlich, wie man so eine Entscheidung fällen kann.